Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bildbearbeitungsvideo. Ich zeige euch heute eine neue Methode, oder ja, so ganz neu ist die jetzt auch nicht, aber eine ja immer beliebter werdende Methode, Bilder zu stretchen, und es geht um den sogenannten Generalized Hyperbolic Stretch oder kurz GHS Stretch. Ist seit einigen Monaten sehr beliebt. Wie gesagt, kommt immer mehr auf, immer mehr Leute benutzen das. Ich muss aber gleich zu Anfang sagen, es handelt sich hier nicht um ein Anfängervideo zum Thema Stretchen. Also diese Methode hier, Bilder zu stretchen, das ist schon was für Fortgeschrittene. Ihr solltet die Grundlagen des Stretchens verstanden haben. Ich habe vor 2 Wochen erst ein Video gemacht, wo ich die Theorie zum Stretchen ausführlich erklärt habe, was da nun wirklich passiert. Das solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, vielleicht auch mehrfach gesehen haben, verstanden haben. Und ihr solltet mit üblichen Stretch-Methoden, wie zum Beispiel der Histogramm-Transformation in PixInsight oder den Stretch-Methoden in eurer Bildbearbeitungssoftware, wie zum Beispiel auch Siri, vertraut sein und solltet ja wissen, was ihr da tut. Und erst dann würde ich euch raten, euch vielleicht mal mit dem GHS auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt hier mal PixInsight geöffnet. Ich zeige euch, wie der Generalized Hyperbolic Stretch in PixInsight funktioniert. Das ist aber exakt irgendwie von den Einstellungen und so das gleiche auch in der Software Siri. Also auch hier gibt es den Generalized Hyperbolic Stretch, und da werde ich euch das auch nachher am Ende des Videos nochmal kurz zeigen. Ich erkläre euch, wie das alles funktioniert und die Theorie und so weiter und so fort in der Software PixInsight. Ihr müsst es dann hier übertragen auf Siri. Wie gesagt, am Ende des Videos werde ich aber nochmal kurz nach Siri gehen. Ich muss selber zugeben, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich diesen GHS verstanden habe oder bis ich damit warm geworden bin, sagen wir besser so, weil grundsätzlich hatte ich das schon verstanden, aber ja, in der Anwendung ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe sehr viele Videos geguckt auf YouTube, mir sehr viele Anleitungen auch von den Leuten, die diese Stretch-Methode wirklich selber sich ausgedacht haben, angeschaut und habe die ganze Zeit immer gedacht, irgendwie will das nicht, ich bin mit meiner alten Methode doch eigentlich ganz zufrieden. Und ja, dann kam mal wieder Adam Block, der auf eine gewisse Art und Weise Dinge erklären kann, so dass sie mich persönlich total gut ansprechen. Ich kann ihm total gut folgen, und hier ist mal sein YouTube-Kanal geöffnet, und da seht ihr auch GHS Explained, da gibt es ein Video, ihr seht auch an dem Fortschrittsbalken, das dauert eine Stunde, ich habe mir das komplett reingepfiffen, und danach hat es bei mir erst so richtig Klick gemacht. Nochmal kurz Unterschied zwischen Siril und PixInsight. In Siril, in der aktuellen Version 1.2.0, ist der Generalized Hyperbolic Stretch bereits implementiert. Also kommt mit der Software, wenn ihr die Software runterladet, habt ihr das quasi sofort mit an Bord. In PixInsight ist das noch nicht so. Ihr müsst das in PixInsight zuerst mal installieren. Und das zeige ich euch jetzt als erstes. Ihr könnt euch hier auf dieser Seite über den GHS Stretch informieren. Ich werde das selbstverständlich verlinken unter dem Video. Und hier seht ihr auch schon die Installationsanleitung. Und was ihr zunächst mal machen müsst, ist diesen Link hier in die Zwischenablage kopieren. Also markieren, rechte Maustaste und dann kopieren. Jetzt geht ihr nach PixInsight unter Resources und dann unter Updates. Manage Repositories. Das ist also der Weg, wie man solche dauerhaften Links hier einfügt und dann immer von dieser Seite die aktuellsten Software- oder Plugin-Versionen automatisch runterladen kann. Also Manage Repositories. Hier seht ihr die, die ich schon eingetragen habe, und ich habe hier schon den GHS Astro eingetragen, aber ihr müsstet dann hingehen, hier auf Add klicken, dann müsstet jetzt aus der Zwischenablage hier diesen Link eintragen, auf OK drücken, das habe ich ja schon gemacht, deswegen canceln wir das hier mal, dann auf OK drücken, und dann müsstet ihr einmal hier wieder unter Updates, Check for Updates klicken, und dann sucht es unter den Links eben nach Updates, und dann wird hier so ein kleines Fenster erscheinen, dass ihr ja ein Update machen könnt. Das müsst ihr dann natürlich bestätigen, PixInsight einmal schließen, dann diesen Update-Vorgang sozusagen bestätigen, dann wieder öffnen, und dann werdet ihr unter Processes, All Processes den Generalized Hyperbolic Stretch finden.
So, ich werde euch jetzt hier in PixInsight, wie gesagt, erstmal die Grundlagen erklären. Dazu mache ich mal dieses Fenster ganz groß. Das ist also der Prozess Generalized Hyperbolic Stretch. Und ja, man sieht irgendwie hier diese rote Linie und dieses Fenster erinnert sehr an die Histogram Transformation und es ist ja auch sehr ähnlich. Also wir haben hier ein lineares Bild und wir sehen auch hier an dieser Linie, dass es alles linear verläuft. Und wir können jetzt diese Linie zum Beispiel hier, indem wir einfach auf Stretch Factor mal gehen, können wir diese Linie verformen. Das sieht dann genauso aus wie beim normalen Stretchen eben auch. Aber das ist ja nicht Sinn des Generalized Hyperbolic Stretch. Man könnte sogar hier hingehen unter Transformation Type jetzt auswählen Midtone Transfer. Das ist genau das, was im normalen Stretch, also in der Histogram Transformation bei PixInsight funktioniert oder angewendet wird. Jetzt ist dieses Fenster hier wieder kleiner gesprungen. Ja, aber nochmal, ich kann jetzt hier irgendwie diese Kurve irgendwie mit dem Stretch Factor stretchen. Aber wir gehen zurück zum Generalized Hyperbolic Stretch und jetzt mache ich das Fenster nochmal größer. So, der Clou bei dieser Geschichte ist, dass wir hier etwas haben, das nennt sich Symmetry Point und der steht jetzt hier defaultmäßig auf 0. Ich kann hier diesen Slider mal verändern und ihr seht, dass dann hier oben so ein kleines Dreieck da irgendwie durch die Gegend fährt. Das heißt, ich kann irgendwo hier in dieser Linie oder in dieser Kurve einen Symmetriepunkt bestimmen. Das kann ich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ich kann das mit dem Slider machen. Ich kann hier aber auch irgendwie eine Zahl eingeben, zum Beispiel 0,3. Ja, dann schwupp geht er dahin. Oder ich klicke hier einfach mal rein. So, dann kommt hier diese gelbe Linie und kann dann sagen Send to SP. SP heißt Symmetry Point. Und dann seht ihr, dass hier unten dieser Symmetry Point angenommen wird. Ich kann hier unten auch noch eine Feinjustierung vornehmen, also wirklich irgendwie auf die sechste, siebte Nachkommastelle irgendwie das korrigieren. Ich stelle das jetzt mal zu Demonstrationszwecken auf 0,5, auf exakt 0,5, weil ich euch hier etwas zeigen möchte. Wenn ich diesen Symmetry Point nämlich gesetzt habe und jetzt hier diesen Stretch Faktor anwende, dann seht ihr, dass die Kurve sich anders verhält wie beim normalen Stretchen. Wir bekommen eine S-Kurve und ihr wisst aus der Bildbearbeitung, dass eine S-Kurve immer bedeutet, hier wird Kontrast eingeführt ins Bild. Also hier an diesem Punkt, ja, an diesem Symmetry Point verändert sich die Kurve. Hier rechts von diesem Symmetry Point werden die Bildanteile heller und links davon werden sie dunkler. Und das führt eben zu Kontrast. Man nennt das eine S-Kurve. Eine S-Kurve in einem Histogramm bedeutet immer Kontrast. Und das ist ganz wichtig. Ich werde das wahrscheinlich 10-mal sagen, dass es beim Generalized Hyperbolic Stretch immer um Kontrast geht. So, es gibt jetzt noch einen weiteren Slider, der heißt Local Intensity. Das ist der B-Faktor, heißt das hier. Und wenn ich da mal dran schraube, seht ihr, dass die Form dieser Kurve noch verändert wird. Und ja, je nachdem, wo ich den hinschraube, verändert sich die Kurve irgendwie ganz anders. Also hier in dem Wertebereich 0 bis 1 ungefähr. Ja, was passiert da? Gucken wir uns das mal genau an. Also ich gehe nochmal auf 0. Wenn ich jetzt höher gehe, dann seht ihr, dass so die höheren Bildbereiche, also die Lichter, abgesenkt werden. Und plötzlich ab einem gewissen Punkt kippt das so ein bisschen und dann werden hier um den Symmetriepunkt wird die Kurve steiler. Das heißt, wir haben, oh, jetzt habe ich den falschen Slider benutzt. Das heißt, wir bekommen da mit sehr hohen Werten eben um den Symmetriepunkt herum einen sehr hohen Kontrast. Ja, und das können wir uns zunutze machen, wenn ich jetzt mal in den negativen Bereich hier gehe. Dann sehen wir, die Kurve wird flacher und was dann entsteht, das nennt man eine Mikrokontrastkurve. Also damit können wir ganz, ganz kleine Kontraste, Mikrokontraste im Bild nachher erreichen. So, ich setze das nochmal auf einen hohen Wert, weil das zu Anfangs eher ja, mit hohen Werten gehandhabt wird. Dann gibt es noch zwei weitere Slider, Protect Shadows. Das ist eigentlich so ein bisschen selbsterklärend. Damit können wir die dunkelsten Bildpartien anheben. Wenn ich hier mal schraube an dem Ding, dann seht ihr, dass diese Kurve hier im unteren Bereich plötzlich nach oben kommt. Damit können wir also den Hintergrund aufhellen. Und Protect Highlights ist eigentlich auch ein bisschen selbsterklärend. Da passiert genau das
Gegenteil, und damit können wir sehr helle Bildpartien zum Beispiel abdunkeln, so dass wir da auch noch eine Zeichnung bekommen. So, alles andere, ich stelle das mal wieder zurück, alles andere erkläre ich euch jetzt an einem Bild. So, ich habe hier mal ein Bild geöffnet. Wichtig ist Stretchen, das macht man in der Regel dann, wenn man ja bereits Gradienten entfernt hat. Das habe ich hier gemacht mit Grexpert. Dann habe ich eine Farbkalibrierung gemacht mit der Spectrophotometric Color Calibration hier in PixInsight. Man könnte jetzt noch irgendwie zum Beispiel eine Deconvolution machen. Und dann kann man das Bild stretchen. Was ich generell vorher mache, ist immer die Farbsättigung erhöhen. Das habe ich früher auch schon immer gemacht mit Color Saturation. So, das Bild ist noch nicht gestretched. Das hat hier nur diesen sogenannten Screen Transfer Function ausgelöst. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und es geht jetzt darum, dieses Bild zu stretchen. In dieser Funktion Generalized Hyperbolic Stretch kann ich hier unten einmal die Real-Time Preview anklicken. Und dann kann ich auch sehen, was im Bild passiert. So. Man sieht hier oben im Histogramm mal wieder gar nichts. Das liegt daran, dass das Histogramm hier ganz links klebt. Und das heißt, ich zoome jetzt mal hier rein. Warum das Histogramm bei mir so blockig aussieht, das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Liegt an den Rohdaten. Ist aber nicht schlimm. Es wird trotzdem irgendwie ein schönes Bild geben. So, jetzt geht es darum, wo setzt man diesen Symmetry Point hin. Das ist nämlich eine der wichtigsten Geschichten bei diesem Generalized Hyperbolic Stretch. Also wo möchte ich, jetzt wiederhole ich mich wieder, wo möchte ich bei einem Stretch den größten Kontrast haben? Jetzt muss man erstmal wissen, was dieser Histogrammbuckel eigentlich bedeutet. Das Bild besteht, ob ihr es glaubt oder nicht, zum allergrößten Teil aus Bild Hintergrund, die eigentlichen Objekte, auch wenn das echt viel erscheint, was da drin ist, ja, die sind eher hier in diesem kleinen, ganz dünnen Bereich hier rechts von diesem Histogrammbuckel. Also unsere Bildinformationen, die schwächsten Informationen, die gehen maximal los hier hinter diesem Peak, also hinter dem höchsten Punkt in diesem Buckel, also hier rechts abfallend. Da kommen unsere Objekte. Alles, was hier in dem Buckel drin ist, ist Bildhintergrund und was links von diesem Buckel ist, sowieso. Das heißt, wenn wir einen maximalen Kontrast zwischen schwachen Objekten haben wollen und dem Bildhintergrund, dann setze ich meinen Symmetry Point genau hier in die Mitte. Ich kann jetzt hier reinklicken. Wie gesagt, ich kann auch hier mit dem Slider hinfahren. Das Einfachste ist, ich klicke da einfach mal rein. Da erscheint diese gelbe Linie. Ich sage Send to Symmetry Point. Ihr seht, dass hier unten bei Symmetry Point dieser Wert jetzt übernommen wird. Und jetzt kann ich das Bild stretchen und jetzt stretche ich das mal richtig und ihr werdet sehen, da kommt gleich dann irgendwie was zum Vorschein. Hups, das war dann schon ein bisschen viel. Ihr könnt aber, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bei diesem ersten, man nennt das Initial Stretch oder initialen Stretch, könnt ihr gerne etwas übers Ziel hinausgehen. Also ihr könnt das Bild wirklich irgendwie ziemlich hell stretchen. Sagen wir mal ungefähr so. So, jetzt kommt dieser Local Intensity Slider. Damit kann ich nämlich jetzt, ihr seht ja, dass hier diese Bildbereiche im Zentrum völlig überzogen sind. Und wenn ich den jetzt mal hochschraube, dann seht ihr, dass diese Bildbereiche abgesenkt werden. Was ich nachher erhalte, ist ein ziemlich flaues Bild, ein kontrastarmes Bild, weil ich jetzt ja den Kontrast zwischen den schwächsten Bildpartien, also zum Beispiel den Ausläufern der Galaxie, dem Bildhintergrund erhöht habe. So, was ihr auch wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt, ist, dass durch das Stretchen Farbinformation verloren geht. Also die Bilder werden flau, die werden blass. Obwohl ich hier die Farbsättigung vorher schon erhöht habe, ist die Farbsättigung jetzt in diesem Stretch hier ziemlich blass. Das kann ich aber ändern, indem ich hier mal unter Color Options auf Color gehe. So. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass die Sättigung jetzt plötzlich unglaublich erhöht wird. Das ist ziemlich gleich oder genau das gleiche, was auch beim sogenannten Arcsine Stretch passiert. Und ja, auch da, wenn ihr meine PixInsight Videos verfolgt habt, werdet ihr wissen, dass ich den Arcsine Stretch am Anfang moderat immer mache und dann normal weiter stretche. Und das heißt, ich kann hier nicht, ja, dieses Bild jetzt irgendwie mit der
100% Color Saturation sozusagen hier stretchen. Das heißt, ich werde das so nach Bauchgefühl, nach Geschmack ein wenig mit diesem Color Blend Slider hier runterziehen. So, ich sage jetzt einfach mal, dass es hier so bei 0,66 gut ist. Und wenn ich jetzt damit erstmal zufrieden bin, dann muss ich diesen Stretch jetzt auf das Bild final übertragen. Das mache ich, indem ich hier auf Apply drücke. So, jetzt sieht meine Vorschau ganz furchtbar aus. Das liegt daran, dass jetzt auf das Bild nochmal diese kompletten Einstellungen hier draufgelegt werden und das möchte ich nicht. Das heißt, ich setze jetzt mal alles zurück, mache ein Reset und dann sehe ich in der Vorschau wieder das gerade eben gestretchte Bild. Das ist übrigens hier auch im Hintergrund sichtbar, ja, hinter diesem Vorschaufenster. So, ich hatte ja schon gesagt, was diesem Bild jetzt fehlt, ist Kontrast. Das heißt, wir machen jetzt einen zweiten Durchgang GHS und dann sorgen wir dafür, dass der Kontrast in der Galaxie wieder ansteigt. Ich gehe dazu mal hin und mache mal hier irgendwie eine kleine Preview und wir schauen uns mal nur den Galaxienkörper an. Also ich habe es mehrfach schon gesagt, es geht immer darum, wo wollen wir Kontrast haben. Das müssen wir für uns immer klar machen. Wir wollen hier in diesen Balken Kontrast haben. Also da fehlt jetzt der Kontrast und da müssen wir ihn hinbringen. So, das Histogramm ist ja jetzt deutlich nach rechts gewandert. Das heißt, ich gehe mal mit dem Zoom wieder ganz runter. Wir sehen hier, wir haben das Bild ordentlich gestretched und jetzt sehen wir hier unser Histogramm. Wir müssen jetzt rausfinden, wo sind denn diese Bildbereiche? Dazu klicke ich einfach mal hier in die Vorschau rein und fahre so übers Bild und dann seht ihr, ah ja, da, wo die gelbe Linie ist, da ist eben der Bereich, wo ich meinen Kontrast hinhaben will. Also klicke ich mal dahin, jetzt ist die Linie hier und ich sage Send to SP. Und dann wird wieder hier unten dieser Symmetry Point übernommen. Jetzt kann ich wieder hingehen und kann ein wenig stretchen. Und dann werdet ihr in der Vorschau sehen, dass wir plötzlich mehr Kontrast kriegen. Et voilà. Ich habe es mit der Farbsättigung ein bisschen übertrieben. Da hätte man anfangs ein bisschen den Kontrast wieder rausnehmen müssen. So, und auch hier kann ich jetzt ein bisschen experimentieren. Und jetzt ist wirklich so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, ja, wo ich jetzt hier mit diesen Slidern hin will. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel bei diesem zweiten Stretch ganz gut auch fahren mit ja negativen Werten für diesen Local Intensity Faktor. Das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo ihr ein bisschen Erfahrung braucht und wo ihr ein bisschen ja selber rausfinden müsst, was ist jetzt gut für das Bild. Also ihr müsst mit dem Stretch Faktor jetzt eher moderat rangehen und auch mit diesem Local Intensity Faktor moderat hier rumspielen, um den Kontrast ins Bild zurückzukriegen. Ihr könnt auch mal schauen, dass ihr irgendwie mit dem Highlight Protection ein bisschen arbeitet, aber da müsst ihr mal aufpassen, dass die Bilder dann nicht zu flach werden. Also hier im Kern, dass die da nicht irgendwie zu stumpf werden. Und so ein bisschen Strahlkraft sollen die Bilder ja noch bekommen. So, ich mache das mal wieder rückgängig auf die Vollansicht und ich bin jetzt eigentlich schon ziemlich zufrieden mit dem, wie die Galaxie hier aussieht. Also übertrage ich das wieder und sage Apply. Und dann ist das Bild eigentlich schon fertig gestretched. So, ich mache jetzt mal die Vorschau aus und wir gucken uns das fertige Bild dann mal an. Ich kann die Vorschau hier auch mal schließen und mache das Bild hier mal groß. Oh, pardon. Wir zoomen ein bisschen rein und was wir erkennen können, ist, dass erstens dieser Galaxienkern, der ist schön detailreich dargestellt. Die Sternfarben kommen schön raus. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier ein bisschen mit der Farbsättigung übertrieben. Da würde ich ein bisschen runtergehen wieder mit der Farbsättigung. Aber ansonsten ist alles da, was da sein soll. Wie gesagt, ihr könnt jetzt noch weiter mit dem Bild experimentieren und macht euch immer klar, diese Idee, diese Grundidee, das finde ich ganz toll, sich zu überlegen, wo im Bild möchte ich Kontrast haben und dort genau in diesem Bildbereich, dort setze ich meinen Symmetry Point. Und dann müsst ihr einfach mal ein bisschen mit diesen Werten Stretch Factor und Local Intensity spielen. Bei Galaxien habe ich die Erfahrung gemacht, funktioniert es ganz hervorragend mit dem Generalized Hyperbolic Stretch, weil wir diese Außenbereiche der Galaxie und den Galaxienkern schön zusammenbekommen. Bei Gasnebeln ist der Effekt meiner Meinung nach gar nicht so groß, aber doch auch spürbar. Und manchmal ist es auch so, ich habe neulich einen Kugelsternhaufen bearbeitet, da bin ich mit dem Generalized Hyperbolic Stretch gar nicht zurechtgekommen.
Meine Philosophie ist da. Das ist ein Werkzeug in eurer Werkzeugkiste und das ist ein neues Werkzeug und ja, in manchen Fällen funktioniert das Werkzeug super und ihr müsst aber auch in eurer Werkzeugkiste ja noch ein paar andere Werkzeuge haben für den Fall, dass mal was nicht so gut klappt und dann kann man ein Bild auch mal wieder ganz normal stretchen mit der Histogram Transformation. Eine letzte Sache noch, was man in vielen Videos sieht, das ist, dass die Leute hingehen und hier sozusagen ja das Histogramm sich anders anzeigen lassen, nämlich in Form von so einer logarithmischen Darstellungsweise. Und dann heißt es oft, dass man schauen soll, dass hier ist dieser typische Buckel, der geht hier runter und dass man schauen soll, dass hier keine Buckel in dieser abfallenden Flanke drin sind und dann wird versucht irgendwie diese abfallende Flanke möglichst gerade zu biegen. Mit dieser Geschichte, auch wenn ich das von der Theorie verstanden habe, komme ich persönlich nicht so gut klar. Also ich habe, wie gesagt, diese Methode, die ich euch gerade gezeigt habe und diese Überlegung, Philosophie, die dahinter steckt, die ich eben auch von Adam Block übernommen habe, die gefällt mir am besten. Aber wie gesagt, schaut euch die anderen Videos an. Vielleicht ist eine andere Herangehensweise für euch die logischere. Das kann man im Vorhinein nicht sagen. Ja, ich hatte ja gesagt, dass wir uns das kurz in Serial angucken. Ihr seht hier, es gibt eigentlich exakt die gleichen Geschichten. Also es gibt hier einen Symmetry Point, Local Stretch Intensity, Stretch Factor, Shadows und Highlights Protection. Also exakt das gleiche wie in PixInsight eben auch. Es gibt hier das Histogramm. Wir sehen hier an der linken Seite das Histogramm dieses Bildes. Das ist jetzt irgendwie ungestretched. Und ja, kann ich hier noch höhere Werte eingeben? Nee, kann ich nicht. Ich kann maximal 100 eingeben und jetzt kann ich entweder ja hier mit diesem Symmetry Point Slider irgendwie rauf und runter gehen und kann den verschieben oder ich kann auch einen Bereich im Bild auswählen. Dazu muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz diesen Auto Stretch Faktor hier auswählen. Jetzt kann ich zum Beispiel hier mal hingehen und so ein kleines Fenster aufziehen und kann jetzt diesen Symmetry Point hier mit diesem Pipettensymbol übernehmen und zum Beispiel jetzt einfach mal, ich setze es mal wieder zurück, auf Linear gehen und hier das Ganze jetzt hochziehen. So, und auch hier kann ich jetzt über die Local Stretch Intensity die Höhen absenken und bekomme wieder dieses, ja, sage ich mal, kontrastarme Bild, was beim ersten Stretch eben nötig sein wird. So, was jetzt hier fehlt, ist so ein bisschen diese Geschichte mit den Farben, aber hier gibt es dann eben eine andere Möglichkeit. Hier steht Color Stretch Model und hier kann ich jetzt mal einfach verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Ihr seht jetzt hier durch diesen Human Weighted Luminance, durch diese Auswahl kommt jetzt hier die Farbe ins Bild und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich probiere mal noch gerade das dritte aus. Ja, kann man machen. Also so kommt dann auch die Farbe zurück ins Bild, die ja beim Stretchen verloren geht. Jetzt kann ich auf Apply drücken und kann dann eben nach diesem ersten Stretch, ich gehe mal so ein bisschen höher noch. Ja, jetzt kann ich das hier anwenden, gehe auf Apply und jetzt kann ich auch hier, ich bin hier mal wieder jetzt auf den Zoom-Faktor eingegangen, kann auch hier wieder jetzt irgendwie einen Bereich markieren, kann den übernehmen hier und kann sagen, okay, in dem Bereich möchte ich jetzt mehr Kontrast haben. Das heißt, ich stretch hier ein bisschen mehr und gehe auch mit dem Local Stretch Intensity experimentiere ich mal ein bisschen und kann so den Kontrast in den Spiralarmen wieder rausholen. Also, da könnt ihr jetzt genauso experimentieren wie in PixInsight auch. Es ist exakt von der Anwendung das Gleiche. Ja, ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen an dieses Tool und ich hoffe, dass ich euch ja mit dieser Herangehensweise habe ich vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen die Augen geöffnet, wie dieser GRS-Stretch funktioniert. Und wie gesagt, mir hat diese Idee, wo will ich im Bild Kontrast haben, hat mir sehr geholfen, weil dieser GRS-Stretch ist immer eine Kontrastkurve. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.